Hallo zusammen. Wenn alle Militärs weltweit so aussehen würden, gäbe es auf unserem Planeten wahrscheinlich keine Kriege mehr. Denn wenn eine Armee solche umwerfenden Schönheiten als Hauptwaffe hat, ist es sinnlos, einen bewaffneten Konflikt zu beginnen. Macht euch also bereit, heute zeigen wir euch die attraktivsten und mutigsten Soldatinnen aus aller Welt. Lasst uns loslegen. USA. In der US Army dienen aktuell etwa 75.000 Frauen. Insgesamt stellen sie einen Anteil von 16% aller Soldaten der US-amerikanischen Streitkräfte. Das ist jedoch keine Errungenschaft des 21. Jahrhunderts. US-Soldatinnen haben bereits in Vietnam und dem Irak mitgekämpft. Allerdings war ihnen bis zu einem gewissen Zeitpunkt bei weitem nicht alles erlaubt. Doch seit 2013, als das Verbot des Einsatzes von Frauen bei Bodenoperationen aufgehoben wurde, sind beide Geschlechter gleichberechtigt. Mehr noch, mittlerweile müssen sich Männer und Frauen in der US Army denselben Tests für die körperliche Fitness unterziehen. Dabei wurden die alten Regeln relativ vor kurzem abgeschafft. Sie waren aus Sicht der Soldatinnen viel lockerer. Die einen halten es für einen Sieg, weil sie damit das Klischee von Frauen als schwaches Geschlecht außer Kraft gesetzt wurde. Die anderen sind im Gegenteil darüber besorgt, dass ihnen der Zugang zu den Streitkräften dadurch erschwert werden könnte. Nach wem sieht diese junge Frau für euch aus? Genau, nach einem Model, was sie auch ist bzw. war. Die hübsche Blonde gewann den Titel Miss Kansas 2013 und nahm an zahlreichen Schönheitswettbewerben teil. Aber das ändert sich gar nicht daran, Mechanikerin, Sergeant sowie Kommandantin einer Ärzteeinheit der Nationalgarde von Kansas zu sein. Außerdem ist sie sportbegeistert. Neben dem Bogen- und Gewehrschießen betreibt sie Boxen und Fallschirmspringen. Und diese wunderschöne US-Soldatin heißt Lisa Marie. Sie ist eine Helikoptermechanikerin, aber kann, wie ihr seht, auch ganz gut schießen. Sie beteiligte sich bereits an der Operation Inherent Resolve der US-Streitkräfte, die auf dem Gebiet Syriens und Iraks seit 2014 bis heute andauert. Und im normalen Leben ist Lisa einfach ein Engel. Dürfen wir vorstellen? Das ist Hayley. Sie ist auch eine Soldatin der US Army. Auf ihrem TikTok-Kanal lädt sie Clips hoch, die nicht nur zeigen, dass ein und dieselbe Frau von Tag zu Tag sehr unterschiedlich sein kann, sondern auch, dass Angehörige des US-Militärs sich durchaus an Tanz-Challenges beteiligen können, natürlich nur in ihrer Freizeit. Russland. In Russland herrscht Wehrpflicht, sie gilt aber nur für die Vertreter des männlichen Geschlechts. Frauen können aber in die russischen Streitkräfte freiwillig eintreten und scheinen es ziemlich gern zu tun. Insgesamt gibt es knapp 45.000 Soldatinnen im Land, die in spezialisierten Kräften der Infanterie und Marine, motorisierten Schützenverbänden und sogar in arktischen Brigaden dienen. Allerdings ist ihnen die Teilnahme an Kampfeinsätzen verwehrt. So werden sie zum Beispiel in Syrien nur zur psychologischen und ärztlichen Betreuung der Soldaten eingesetzt. Interessanterweise findet in Russland jährlich ein Schönheitswettbewerb für Soldatinnen statt, unter dem Motto mit Make-up im Tarnanzug. Ihr ahnt sicherlich schon, worum es bei einer Wettbewerbsdisziplin geht. Ja, wer sich am schnellsten schminkt, gewinnt. Zur zweiten Aufgabe des Wettbewerbs gehören unter anderem das Kochen sowie typisch militärische Aktivitäten wie das Zusammenbauen und Schießen mit einer Maschinenpistole. Есть и семья есть у нас, да, успеваем готовить, делать уроки, воспитывать детей, все успеваем. И служить успеваем, естественно. Ein weiterer Schönheitswettbewerb für Soldatinnen der russischen Sicherheitskräfte nennt sich die schönste Nationalgardistin und solche Schönheiten nehmen daran teil. Das ist Anna Kramtschowa. Sie gewann den Wettbewerb vor 2 Jahren. Ihre Eltern sind ebenfalls Angehörige der russischen Sicherheitskräfte. Deshalb wollte sie in ihre Fußstapfen treten. In ihrer Freizeit macht sie Bikini-Fitness und betreibt einen Instagram-Account mit vielen Followern. China. Die chinesischen Streitkräfte zählen über 1,5 Millionen Angehörige und sind damit die größte der Welt. Etwa 4% davon, also 53.000 Mitglieder, sind Frauen. Interessant ist, dass sie ausschließlich anhand eines extrem strengen Auswahlverfahrens in die Armee der Chinesischen Volksrepublik aufgenommen werden können. Denn der Militärdienst gilt in diesem Land als ehrenvoll und es gibt viele Bewerberinnen. Kein Wunder. Das erste, an wen man beim Begriff Kriegerin denken muss, ist Mulan, und sie war bekanntlich eine Chinesin. Aber nur wenige wissen, dass es sich bei Mulan höchstwahrscheinlich um eine real existente Person handelt. Die Handlung des Disney-Zeichentrickfilms basiert auf Motiven der chinesischen Ballade von Hua Mulan, der eigensinnigen Tochter eines angesehenen Kriegsveteranen. Die Chinesen glauben daran, dass sie vor vielen 100 Jahren gelebt und 12 Jahre lang mit Barbaren in Gestalt ihres Vaters gekämpft hatte. Dabei soll es ihr, einigen Versionen der Legende zufolge, gelungen sein, die ganze Zeit ihr wahres Geschlecht zu verheimlichen. Moderne chinesische Soldatinnen haben es natürlich nicht mehr nötig, sich als Männer auszugeben. Mehr noch, sie genießen das Frausein. Tanzen in ihren Umkleidekabinen und an vielen anderen Orten zu populärer Musik, ohne selbstverständlich zu vergessen, Kampfjets zu fliegen und Panzer zu fahren. Belgien.
Belgien ist eine der wenigen verbliebenen Monarchien der Welt. Guckt euch diese jungen Damen an. Es ist die Kronprinzessin Elisabeth von Belgien. Sie soll in Zukunft die erste Königin in der Geschichte des Landes werden. Letztes Jahr wurde bekannt gegeben, dass diese Frau beschloss, eine Ausbildung in Sozial- und Militärwissenschaften an der Königlichen Militärakademie in Brüssel zu starten, wo sie mehrere Jahre studieren will. Elisabeth von Belgien dient für diese belgischen Soldatinnen bestimmt als Vorbild. Oder war es vielleicht umgekehrt und sie haben die Prinzessin zum Militärstudium inspiriert? Schaut mal, wie toll sie in jeder Situation aussehen, egal ob in Uniform oder in Zivil. Israel. In puncto Wehrpflicht gelten in Israel Regeln, die es fast nirgendwo auf der Welt gibt. Hier müssen alle jungen Leute nach Erreichen der Volljährigkeit ihren Militärdienst ableisten, egal ob Mann oder Frau. Dabei haben Frauen 24 Monate und Männer ganze 36 Monate zu dienen. Aber das Ganze ist gar nicht so streng, wie es scheinen mag. Erstens müssen Frauen nicht in die Armee, wenn sie verheiratet sind. Zweitens haben sie das Recht, die Wehrpflicht aus ethischen oder religiösen Gründen abzulehnen. Aber der Militärdienst zählt in Israel zu den angesehenen und gut bezahlten Jobs, weshalb viele Frauen ihn gerne absolvieren, zumal in den israelischen Verteidigungsstreitkräften eine völlige Geschlechtergleichstellung herrscht. Kein Wunder, dass die Soldatinnen fast ein Drittel aller Armeeangehörigen ausmachen. Und diese junge Dame kam extra aus Kanada, wo sie geboren wurde und einen Großteil ihres Lebens verbracht hat, um in der israelischen Armee zu dienen. Ermöglicht haben es ihr ihre jüdischen Wurzeln. Jeder, der sie nachweisen kann, kann theoretisch den Militärdienst in Israel absolvieren und die Staatsbürgerschaft beantragen. In ihren TikTok-Videos gewährt sie Einblicke in ihren Alltag beim Militär. Unter anderem zeigt sie, womit die Soldatinnen und Soldaten bewirtet werden. Sieht echt nach Speisen aus einem teuren Café aus, oder? Soldatenessen stellt man sich normalerweise anders vor. Wir sind uns sicher, dass ihr niemals erraten würdet, welcher Beschäftigung diese Frauen nachgehen, wenn sie euch live begegnen würden. Es ist nämlich schwer, sich solche Instagram-Models in Militäruniform und mit einem Sturmgewehr in der Hand vorzustellen. Doch sie schaffen es tatsächlich, ihre Weiblichkeit und ihren Militärdienst unter ein Dach zu bringen. Indien. Frauen machen 3% der über 1 Million kopfstarken indischen Streitkräfte aus. Nichtsdestotrotz ist es ihnen verboten, leitende Positionen zu besetzen und sich an Kampfeinsätzen zu beteiligen. Sie werden ausschließlich als Hilfskräfte eingesetzt, unter anderem in den Bereichen Logistik und Medizin. Trotzdem entscheiden sich viele Inderinnen für einen freiwilligen Militärdienst. Diese Frau hat vor 4 Jahren einen nationalen Schönheitswettbewerb gewonnen. Obwohl ihr nach diesem Erfolg alle Türen in Sachen Modegeschäfte und Fernsehkarriere offen standen, meldete sie sich überraschend für den Militärdienst an. Nach eigener Aussage haben sie das schon immer für ihre wahre Berufung gehalten. Norwegen. Das Besondere am Wehrdienst in Norwegen ist nicht nur, dass ihnen genauso wie in Israel sowohl die männlichen als auch die weiblichen Bürger abzuleisten haben, sondern auch, dass norwegische Soldatinnen und Soldaten in einem Raum schlafen. So etwas gibt es wohl nirgendwo sonst auf der Welt. Normalerweise ist es undenkbar. Die Maßnahmen wurden vor kurzem als Experiment eingeführt und zeigt bislang, trotz zahlreicher Bedenken im Vorfeld, ausgezeichnete Ergebnisse. Man stellte Folgendes fest: Wo die Geschlechter zusammenleben, sind die Frauen akzeptierter, der Teamgeist ist größer. Darüber hinaus sei erwähnt, dass etliche norwegische Soldatinnen nicht schlechter als die Gewinnerinnen der größten Schönheitswettbewerbe aussehen. Warte mal eine Sekunde. Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Ödes, nur Action, nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe, Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schau es dir selbst an. Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren.